Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Stadtgespräch Stuttgart hier aus der Phoenixhalle im Römerkastell. Und heute bei uns zu Gast Andreas Wessels, Artist beim Harald Wohlfahrts Palazzo hier in Stuttgart. Genau. Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast. Gerne. Was ist deine Aufgabe direkt? Meine ist, durchs Programm zu führen, nicht nur als Artist. Also ich komme eigentlich vom Jonglieren, aber ich bin jetzt auch Moderator, Entertainer. Genau, also ich führe durchs Programm mit zwei Kollegen und dazu gibt es natürlich tolle Artistik. Und hast da natürlich was mit eingebaut. Um jetzt nicht zu viel zu verraten, wie sieht man dich? Wie sieht man mich? In welchen? Auch ich ziehe mir dann ein schmuckes Jackett an und mit Schlips. Natürlich sieht das alles, das ist meine Privatklamotte, dann auch sieht mal, das alles etwas mal, eleganter aus. Natürlich auch mal umgedreht, das Jackett? Auch mal umgedreht, wobei ich glaube, Sie haben das schon vor einiger Zeit gesehen, das mit dem Umdrehen mache ich nicht mehr. Alles ja, okay, ja, ja, es ändert sich immer das Programm. Ach, das genau, es ist nicht, dass es so ganz stabil über die ganze Spielzeit bleibt, sondern man ändert auch Kleinigkeiten. Was ist Palazzo direkt? Also viele Leute kennen es vielleicht vom Namen her, wissen aber jetzt nicht wirklich, was damit anzufangen. Palazzo ist, in erster Linie ist der Gastgeber, der Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt, der bestimmt in der Region und über Baden-Württemberg natürlich bekannt wird, ja, bekannt ist. Und es gibt schon seit, ich will nicht sagen wie viel, aber bestimmt 15, 20 Jahren dieses Palazzo hier in Stuttgart, sehr erfolgreich. Und er kreiert dieses Viergang-Menü natürlich mit super Qualität im Kulinarischen. Dazu gibt es eine sehr gute Show mit Artisten aus der ganzen Welt bei uns und natürlich ist der Service, die Drinks kommen natürlich obendrauf noch. Also hat man im Prinzip einen tollen Abend, gehört ja mittlerweile auch zum gut gelebten Kulturprogramm Palazzo, wird während der Zeit hier in Stuttgart ja, auch sehr gut angenommen. Ist sehr exklusives und sehr gemochtes Kulturprogramm, also wir sind zum Glück fast immer ausverkauft oder so gut wie immer ausverkauft. Ja. Du bist ja jetzt nicht, du bist nicht direkt aus Stuttgart, oder? Nee, ich komme zwar aus einer Stadt, wo es sehr viel Schwaben gibt, aber das ist Berlin. Das stimmt. Du bist dann viel unterwegs, also wenn du jetzt hier in Stuttgart während der Spielzeit und dann bist du wieder irgendwo anders, machst du viel für Palazzo? Ja, also ich bin seit Jahren jetzt schon, ich glaube 7 Jahre sind wir gute Partner, sage ich mal, so würde ich es nennen. Ich habe schon eine Spielzeit gemacht mit Palazzo. Es gibt ja neben dem Palazzo in Stadt Stuttgart gibt es auch noch andere Städte, wo Palazzo beheimatet ist. Und da habe ich schon eine Tour gemacht. Das heißt, wenn ein Programm in einer Stadt gut ankommt, wird es in die nächste Stadt übernommen. Es werden vielleicht Kleinigkeiten noch geschliffen. Vielleicht gibt es einen neuen Artisten. Vielleicht ändern sich ein paar Kleinigkeiten. Und letztlich habe ich Pause gemacht. Und dieses Jahr fangen wir hier in Stuttgart mit einem neuen Programm an. Und es sieht so auch aus, dass wir über dieses Jahr in Stuttgart auch nächstes Jahr in einer anderen weiteren Stadt spielen mit dem Programm. Ist es für dich persönlich schwierig, so viel hin und her zu reisen und nie so richtig zu Hause zu sein? Bis jetzt war es noch nicht schwierig, aber ist es vielleicht bei uns allen, wir werden jetzt nicht jünger und dann ist natürlich auch irgendwann die Familie mehr mit eingebunden. Das heißt, wenn man vogelfrei ist und Anfang 20 ist, ist es bestimmt einfacher als jetzt. Wir haben vorhin gerade so ein bisschen erklärt, was Palazzo so ist und was so dahinter steht. Wie viele Leute gehören zu dem Apparat dazu? Also man muss sich vorstellen, es sind... Es gibt einen Bürotrakt, es gibt Leute, vier Leute jeden Abend an der Bar, es gibt bestimmt 20 Leute im Service, es gibt in der Küche, würde ich mal schätzen, 12, 15 Köche dort. Wir sind gute 20 Artisten, also am Abend arbeiten dort bestimmt, würde ich mal sagen, 60, 70 Personen und es wird ja auch noch vorbereitet. Also 100, ich würde mal sagen, grob 100 Personen haben mit diesem ganzen Apparat dann zu tun, dass dieser Abend überhaupt funktioniert. Ist das dann so eine, oder wird das eine Familie? Kennt man alle? Es ist natürlich, wie es überall ist, also es gibt den Bereich Koch, Bereich Künstler, aber dann gibt es natürlich Schnittmengen. Ein Palazzo, wo es 350 Zuschauer gibt, ist natürlich nicht riesig. Das heißt, wir laufen uns jeden Tag über den Weg, deswegen nach einer Zeit grüßt man sich schon, dann gibt es auch mal eine Weihnachtsfeier, wo man sich vielleicht mal näher kennenlernt. Also jetzt kennt man sich und den einen, und wir haben eigentlich eine gute Stimmung da im Team. Du stehst, wenn Programm ist, jeden Abend auf der Bühne. Ja. Wird es dann irgendwann mal langweilig? Wenn das ist es jeden Abend überhaupt das Gleiche oder ist es auch publikumsabhängig? Also erstmal ist es natürlich publikumsabhängig, dann ist es natürlich, jeder hat mal eine andere Laune, jeder hat mal einen anderen Flow so am Tag oder hat mal mehr Energie oder ein bisschen weniger. Ich selber mache halt sehr viel mit Geschicklichkeitstricks. Das heißt, es funktioniert nicht
immer alles, muss es bei mir aber noch nicht, dann habe ich vielleicht einen Spruch mehr an den Tag, aber natürlich muss man deswegen immer wach sein, immer darauf reagieren und deswegen ist es nicht jeden Tag das Gleiche. Gibt es Pannen, die während, also nicht nur bei dir, sondern während der ganzen Show irgendwo, was Kurioses erlebt? Ich glaube, es gibt genauso hier Pannen, die man so schnell ausbügelt, genauso gibt es an der Bar, wo vielleicht mal was vermixt ist und dann schnell, sage ich mal, der neue Cocktail gut gemacht wird. Genauso gibt es bei mir Pannen, ist ja klar. Aber das macht es ja auch menschlich. Also es gibt kaum, würde ich sagen, ich kenne keine andere Show, die so nah am Publikum ist. Das heißt, man kann sich nicht verstellen. Das heißt, da muss man spielen und die Zuschauer sind dankbar dafür, dass es so authentisch ist. Andreas, vielen Dank für den Moment. Wir reden gleich weiter, machen eine kurze Pause, dann sind wir gleich wieder zurück hier beim Stadtgespräch Stuttgart. Bis gleich. Regio TV. Willkommen zurück hier beim Stadtgespräch Stuttgart und bei uns noch Andreas Wessels von Harald Wohlfahrts Palazzo. Und um jetzt nicht zu viel zu verraten, für die, die noch hinkommen wollen zu euch, was macht das aktuelle Programm so besonders? Also das ganze Programm heißt Global Players. Und bei uns ist es wirklich so, dass es aus allen Kontinenten, also nicht die Antarktis, aber der Rest der Kontinente, die bewohnt sind, kommen alle Artisten her. Also wir haben aus Australien welche, wir haben aus Afrika, Südamerika. Und diese Global Players hat ja den Namen, dass man halt auch die sind in der ganzen Welt unterwegs. Und sie sind aus ihren Kontinenten wirklich die Besten. Und die haben wir nach Stuttgart eingeladen, damit wir auch mit diesen verschiedenen Kulturen, mit diesen verschiedenen Energien dieses Programm haben. Und ich finde es wichtig, dass auch in der heutigen Zeit so gezeigt wird, wie viele tolle Sachen es aus allen Ecken des Landes gibt oder der Erde gibt. Und das hier zu bündeln einfach im Palazzo. Davor, wenn man jemanden aus Südamerika anruft, die wissen natürlich nicht, was Palazzo ist, aber sie machen drei Shows und sind verliebt darin, wie nah man am Publikum da arbeiten kann und was für eine direkte Reaktion es dann gibt. Gibt es so ein Highlight für dich, wo du sagst, das ist was, was... Ich glaube, das ist wirklich Geschmackssache bei uns. Also ich finde es, was wirklich sehr gut gelungen ist, wir sind durch die Bandbreite von allen Artisten auf einem sehr guten Niveau. Ich würde nicht sagen, dass da jemand nach oben oder nach unten irgendwas Dolleres macht. Also die einen lieben eher die Komik, der andere liebt vielleicht den Handstand-Artisten, der oberkörperfrei auftritt. Die anderen mögen die grazilen Damen. Also ist da für jeden was dabei und das andere ist Geschmackssache. Ich habe mal gesagt, nah am Publikum, also ihr seid ja in einem Spiegelzelt. Ja. Was macht diese Location aus für das, was bei euch da jeden Abend stattfindet? Naja, der Unterschied ist halt, oft gibt es Bühnenprogramme, wo man eine Frontalbühne hat. Hier gibt es eine Centerbühne und eine Musikerbühne, so nennen wir das immer. Und das meiste findet aber wirklich im Herzen dieses Zelt statt, also genau in der Mitte. Aber unsere Bühne ist gerade 2,5 Meter breit. Aber der nächste Zuschauer ist schon wieder nur 1 Meter entfernt. Das heißt, wenn mal was schief gehen soll, ist es vielleicht dann auch auf dem Tisch drauf. Und das heißt, also es ist keine Anspannung beim Zuschauer, aber es ist so direkt dran und die Leute sind sehr nah dran. Ich schätze mal, keiner hat einen weiteren Sichtblick als 10 Meter zum Artisten hin. Und was wir auch machen, es gibt so ein paar Animationssachen, dass wir auch wirklich in den Zuschauern noch was machen. Also das macht so, ja, so besonders. Ihr habt ja auch Glück mit eurer Band Sidewalkers, die sich ja unheimlich sehr, also sehr, sehr gut integriert in das Ganze, also dann auch während der Essensgänge zurücknimmt. Und ja, also die Sidewalkers sind wirklich speziell, auch wenn ich das mit anderen Palazzo, weil sie kommen hier, die kommen alle aus Baden-Württemberg, die eine aus Freiburg, die andere aus Mannheim, der andere wohnt in Stuttgart. Und ich glaube, es ist jetzt das dritte Jahr, dass sie hier spielen und oft ist es so, ja, nach dem ersten Jahr sucht man eine neue Band, aber die kommen hier so super an, dass die Zuschauer auch erwarten, dass die Sidewalkers hier spielen. Wenn du dich darauf vorbereitest, auch mit deinen Kunststücken, die du für dich so, wie lange probst du? Also ich habe ja das ein oder andere gesehen, die ja schon sehr kompliziert sind. Das muss man ja auch erstmal irgendwie hinkriegen. Wie lange dauert das, bis sowas überhaupt dann mal funktioniert? Ich habe mit 15 angefangen zu jonglieren und solche, diese Geschicklichkeit, diese Tricks einzuüben. Aber ich stand auch schon davor durch Theaterspielen auf der Bühne. Und das ist je nach Trick anders. Erstmal muss man so eine Grundlage haben, danach ist es wie beim Musikstück. Erstmal muss ich mal Mozart spielen oder Beethoven, danach ist vielleicht das andere nicht mehr ganz so schwer. Aber ich muss erstmal
daran kommen, dass ich einfach so das Level habe, auch vor Zuschauern diese Tricks abzurufen. Das ist eigentlich mit das Schwerste. Was für dich so die Herausforderung, Jonglage auch wieder ein Stück weit anders zu gestalten, als man das sonst so kennt? Also man ist ja, also ich bin ja für viele immer so gesagt, aber wieder Jonglage. Und, ja, also das höre ich zum Glück nicht bei mir so. Also weil ich habe mich auch dahin entwickelt. Früher habe ich sehr viel nonverbal gearbeitet und jetzt ist es auch, dass durch die Moderation und durch Comedy, dass es oft ist, dass ich diese Tricks mit Sprache verbinde und ich versuche es, oder ich mache es einfach, dass ich jedes Mal das anders präsentiere und ich glaube auch so, wie es bis jetzt der Zuschauer eigentlich noch nicht gesehen hat, sind so wirklich ein paar Original-Acts, die ich da bringe und ich versuche nicht, jemanden danach zu machen oder der 100.000 mit kleinen Bällchen oder mit Keulen zu sein, sondern ich mache so meine Sachen. Also man kann überrascht sein. ihr spielt noch wann immer in der Woche? Oder wir spielen jetzt bis 12. März noch, immer Mittwoch bis Sonntag. Und dann kann man sich natürlich noch Restplätze ergattern. Genau, also wenn man am Wochenende kommen will, muss man sehr, sehr schnell sein. Auch Mittwoch, Donnerstag wird es langsam eng. Also wir haben jetzt zum Glück wieder einen Zuschauerrekord. Das steht jetzt, glaube ich, schon fest. Mhm. Und deswegen einfach noch schnell kommen und eine gute Zeit bei uns haben. Ansonsten gibt es im nächsten Jahr die, oder dann Ende des Jahres die aber nächste dann gibt's Chance. Nicht mehr uns. Dann gibt es nicht mehr euch, das ja. Stimmt. Andreas, vielen Dank für den Besuch hier bei uns. Und viel Erfolg noch und viel Spaß noch bis Anfang März, bis es dann zu Ende geht. Und alles Gute für das, was danach kommt. Vielen Dank. Und vielleicht führt der Weg ja mal wieder zurück nach Stuttgart. Und dann zu RegioTV vielleicht. Vielen Dank, das war das Stadtgespräch Stuttgart für heute. Ihnen allen noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss, machen Sie es gut.